So, da unten ist der Parkplatz, wo unser Auto steht. Die letzten Meter. Ja, der letzte Tag. Nach einer Übernachtung im Tierser Alpel. Kann man nicht mehr Almhütte sagen, das kann man schon Almhotel sagen. Mit Schutzhaus. Mit Schutzhaus. Ja. Also wirklich sehr elegantes Haus. Warme Dusche, warmes Wasser im Zimmer. Tippitoppi Essen, wirklich überfreundliches Personal, alles prima, alles bestens. Ja, von dort weg sind wir gestartet in unsere letzte Tagesetappe, der dritte Tag, rauf zum zur Schlernhütte, ja, mit einer Kaffeepause. Vom Schlernhaus runter zur Sesselschweige, dort haben wir ausgezeichnet Mittagessen. Zu viel. Wir haben uns gedacht, wenn es abwärts geht, können wir ruhig viel essen, genau. Aber ja, das war dann doch etwas zu viel. Aber gut. Dann zwar steil, aber wunderschön der Prügelweg. Ja. Total empfehlenswert. Ja. Der war super. Der war schön, hat gut gefallen. Ja, und jetzt eben die letzten Meter. Es ist sehr warm. Wir haben oben, ihr werdet es dann im Film sehen, im kommenden Hauben und Handschuhe, oder ich zumindest aufgehabt, und jetzt schwitzen wir uns ans. Ja, ein Sauber. Ja, schaut euch an, die letzte Tour, den letzten Tag. Bis da oben. Und dann melden wir uns noch einmal kurz. Viel Spaß, Freunde. So, und unsere Übernachtung am Tierser Alpel geht auch vorüber. Ist vorübergegangen. Wir starten die letzte, dritte und letzte Etappe. Heute geht es talwärts. Wir haben, was habe ich gesagt, 1400 Höhenmeter, Abwärtsmeter und ca. 15 Kilometer noch vor uns. Ja, 15 Kilometer klingt jetzt einmal dramatisch, aber ich denke, wenn es abwärts geht, warte mal ein bisschen. Ich denke, wenn es abwärts geht, wird das nicht so schlimm werden. Schauen wir mal. Wetter ist traumhaft, es ist windstill, es ist sonnig, es ist spitze. Wir starten in die letzte Etappe. Viel Spaß, Freunde. We'll be right back.
Jetzt leider doch noch ein bisschen ein Anstieg gehabt. Mit dem haben wir jetzt nicht ganz gerechnet. Eigentlich haben wir gedacht, es geht heute nur abwärts mit ein paar kleinen Hügeln, aber der war noch ganz ordentlich. Doch langsam aber sicher nähern wir uns dem Schlernhaus oder Bozner Hütte, glaube ich, heißt es auch, Rifugio Bolzano. Taucht jetzt dann gleich einmal vor uns da auf. Und da werden wir uns jetzt einen Kaffee gönnen. Kurze Pause einlegen. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city, let's drive to the open. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Oh, hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. The countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday, baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. Yeah, we only get one life, I wanna make it count, honey, come on now and take my hand. So, Latschengrenze erreicht. Ein bisschen durch die Latschen, Latschen. Hatschen. Das heißt, wir sind noch ganz knapp über 2000 Meter und werden
in Kürze seit längerer Zeit wieder mal unter 2000 Meter runterkommen. Der Zwarer auf unserer Uhr ist jetzt überhaupt nie weggegangen vorne. Also da liegt der da außen. Ansichtskarte. Hallo. Hoi. Ich hätte eine Frage, habt ihr einen Kaffee, ja? Sowieso. Geil. Hätten wir bitte zwei Kaffee, ich habe gesagt, früher Sachen. Eine Tasse Kaffee, Cappuccino, Espresso. Cappuccino. Cappuccino? Und ich habe gesagt, ich habe früher so eine Palacinchen ausgedacht, oder? Und Omelette, ja. Ja. Mit Weißbrot. Andere Marmelade? Aprikosen. Ja, perfekt. Okay, super. Ja. Eine reicht, bitte. Zwei Cappuccino, gell? Bitte, ja, super. Ja. Danke. Mama. Geil. So, gut gestärkt. Bei der Sesselschweige sind wir jetzt eingekehrt. Eigentlich wollte man nur eine Kleinigkeit essen. Aus der Kleinigkeit ist aber jetzt ein bisschen mehr geworden, weil es so gut war. Da oben seht ihr die Hütte. Sesselschweige. Ja, und jetzt der Abstieg über den sogenannten Prügelsteig oder Knüppelweg wird da genannt. Geht jetzt da durch eine kleine Schlucht durch. Na, schauen wir mal, bin schon gespannt, was das wird. The morning has broken, my windows are open. Wanna feel the wind blow through my hair. Which way do I follow? What happens tomorrow? I turn to you and hope you can guide the way. Sometimes I give up, just wanna be on my own. Even in the darkest times. So I lean on you when I've lost my way. I keep holding on for a better day. I lean on you when the world's astray. I left my heart open so you hear my prayer. I left my heart open so you hear my prayer. Hallo, hallo. Hallo, Babys. Schön, ja? Ha. Ja.
der wunderschönen Kulisse da hinter uns verabschieden wir uns jetzt von euch. Wir sind froh, dass wir jetzt wieder am Ausgangspunkt sind, beim Auto sind. Über was bist du am meisten froh? Kurze Hose. Kurze Hose. Andere Schuhe. Ja, und? Kein Rucksack mehr mit. Den Rucksack, endlich den großen ja. Bock weg. Genau. Das ist erholt dort. Fein. Fein. Trotzdem, schön war's? Doch, schön war. Ja, ja, eine neue Erfahrung für uns. Anstrengend, schön. Anstrengend, aber ein paar total schöne Wege. Ja, die Mutter Natur ist halt doch der beste Baumeister und der beste Architekt. Also wenn man ja. das da oben anschaut, wirklich eine prächtige Landschaft. Alles super. Ihr habt es gesehen. Ja, jetzt wollen wir nochmal lang quatschen. Wir fahren jetzt von Südtirol wieder nach Hause, nach Kärnten. Euch zeigen wir jetzt noch ein paar Highlight-Bilder zum Schluss, zum Abschied. Und die Daten der gesamten Tour. Wenn jemand genaueres wissen will, unten verlinkt man euch das auf Komoot. Könnt ihr euch das anschauen. Und ansonsten gerne in die Kommentare, wenn es jemand nachgehen will, beantworten wir die Fragen gerne. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, Freunde. Tschüss. Ciao, ciao. Pfiat euch.